Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind in Renengilds Haus noch und mich verwundert etwas, dass die Bürgermeisterin uns überhaupt nicht gefragt hat, wie es mit den Ogern gelaufen ist, wie wir das gelöst haben. Vermutlich ist sie nicht gerade begeistert von unserer Lösung. Vielleicht spricht sie es deshalb nicht an. Wir gucken mal noch, ob hier Uldrik was zu sagen hat. Es war richtig, dass du mit Beregan verhandelt hast. Diese Meinung werden hier nicht viele teilen, aber ich wollte, dass du das weißt. Er nickt dir nachdenklich zu, ehe er sich wieder dem Feuer zuwendet. Gut, also es ist offenbar zu ihnen vorgedrungen, aber Renengild interessiert das in keinster Weise. So, und nun, liebe Freunde, wollen wir uns doch jetzt mal das Tagebuch, das Expeditionstagebuch des bleiernen Schlüssels anschauen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Im Ledereinband dieses Tagebuchs ist ein Schlüssel eingeprägt. Die meisten Seiten sind voller rostroter Flecken oder Schrift, die zu klein zum Lesen ist. Gegen Ende des Tagebuchs kannst du jedoch einen Abschnitt entziffern. Konnte nicht feststellen, wie die Vordertür sich öffnen lässt, selbst nachdem sie die eiserne Kachel aus dem Relief gehebelt hatte. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr scheint mir, dass der alte Valjaner recht hatte. Wir müssen ihn loswerden, aber wir können erst handeln, wenn wir die weiße Esse zerstört haben. Selbst sein dürftiges Wissen war für uns eine Erleuchtung. Und wenn er recht hat, müssen wir hoffen, dass das Lied, von dem er spricht, irgendwo niedergeschrieben wurde. Wir haben beschlossen, unser Lager aufzuschlagen und nach Büchern oder Unterlagen zu suchen. Alles ist besser, als nur in diesem Schneesturm herumzusitzen. Okay, das ist interessant. Offenbar braucht man ein Lied, was möglicherweise diese Tür öffnet. Jetzt wäre Kana vielleicht doch der geeignetste Partner hier. Nun gut, wir werden sehen. Was ich aber gesehen habe, wir haben diese Blight Golan, diese einzigartige Rüstung, die ist besser als die gute Robe, die die gute Sagani hat. Und insofern, ich glaube, sie hatte das schon mal an. Kriegt sie das jetzt wieder? Das sieht auch ganz schick aus. Mit ihrem Hirschkopf. Sehr schön. Schön, wie das auch wirklich hier umgesetzt ist in der Spielwelt. Okay, wir verlassen jetzt erstmal Renengald und kümmern uns jetzt noch um die anderen Dinge, die wir hier zu tun haben. Vor allem müssen wir mit dem Jägersmann Türsk sprechen, wegen seines Sohnes, diese traurige Geschichte, an der er aber irgendwie nicht ganz unbeteiligt war. Tenas Haus. Wo ist denn dieser gute Türsk? Da, das ist Türsk, genau. Dann müssen wir hier unten zu Ondra, Priesterin, und wir müssen noch mal gucken, ob wir diesen Helm finden. Aber vielleicht bei Ydorans Wagen. Der hat doch dort alle möglichen Ausrüstungsteile gehabt, kann ich mich entsinnen. Nun gut, wir gehen hier erstmal weiter. Bei mir gehen die Frames gerade runter, merkwürdigerweise. Kann ich mir gerade nicht erklären. Ich hoffe, das hält nicht so an. Gut, gehen wir erstmal hier zu Türsk. So, schauen wir mal. Der arme Mann. Sei vorsichtig auf dem Berg in diesen harten Zeiten. Sieht für manche Kreatur alles nach Beute aus. Ich habe deinen Wolf gefunden. Türsks Schultern werden steif und dann sagt er zusammen, als wäre er plötzlich allem überdrüssig. Aha, ist es getan? Ist er tot? Du hast mir verschwiegen, dass ich einen Druiden töten muss. Nein, und es tut mir leid. Ich fürchtete, du würdest vor der Aufgabe zurückschrecken, wenn du wüsstest, was Suldrun einmal war. Aha, er wusste alles. Du musst das verstehen. Mein Sohn, dieser Taten für fähig zu halten, das war nicht Suldrun. Das Biest hat meinen Sohn verschlungen. Du hast daher das Richtige getan. Solange du davon überzeugt bist. Es war gewiss schwierig, aber du hast getan, was du tun musstest. Und die Bürger von Stalwart sind nun sicherer. Du hast mir das bisschen Frieden gebracht, das die Götter mir zugestehen,
Dies hier hat mir in meinen jüngeren Jahren gute Dienste geleistet und ich hoffe, dass es dir ebenso geht. Mhm, du hast einen Gegenstand erhalten, Umhang der Frostjagd, zum Inventar hinzugefügt. Und wir haben diese Quest abgeschlossen. Oh, und wir haben hier auf großer Linie Levelaufstieg, aber wie immer machen wir das nicht sofort, aber sofort schauen wir uns mal diesen Umhang an. Umhang der Frostjagd. Plus 10% Fernkampfschaden, 6 Genauigkeit gegen Wildtiere und 3 Schadensreduktion. Frost. Jäger stellen seit Urzeiten grobe Kleidung aus den Häuten ihrer Beute her. Dieser Umhang aber ist von besonders hoher Qualität. Die dicken, weichen Pelze scheinen von Winterwölfen zu stammen und bieten hervorragenden Schutz gegen Kälte und Wind. Ein solcher Umhang wird vermutlich über Generationen hinweg in der Familie eines Jägers weitergegeben. Okay, das ist natürlich toll. Das werden wir auf jeden Fall eintauschen gegen Liliths Schultertuch. Plus 10% Fernkampfschaden ist für Sagani genau das Richtige. Das machen wir. Gut, und ob jetzt Liliths Schultertuch für jemand anderes geeignet ist, das analysieren wir mal später genau. Aber auf jeden Fall haben wir die Sache jetzt erledigt. Und jetzt werde ich nochmal da zum Händler gehen. Vielleicht finden wir ja dort diesen komischen Helm. Garrots Helm. Ja, der Händler liegt ja jetzt quasi auf dem Weg. Wir wollten ja auch noch zum Tempel. Hm. Ydoran. Ah, da hatte ich doch nie die richtige Intuition. Hast du zufällig einen alten Helm oder ein Horn, das aussieht, als würde es auf einen Helm gehören? Ach, perfekt formulierte Frage war die. Genau das suchen wir. Ydoran öffnet ein Fach in seinem Wagen und zieht ein zersprungenes Horn heraus, das in Stoff gewickelt ist. Einer der Dorfbewohner hat es mir verkauft. Er blickt grimmig drein. Er sagte, es käme von irgendeinem seltenen Seegeschöpf und wäre sehr wertvoll. Jeder, dem ich es anbiete, hält es für wertlosen Schrott. Ydoran hält inne. Oder siehst du das anders? Ja. Jetzt werden wir mal ein bisschen den Feilscher raushängen lassen. Nein, es ist mehr oder weniger wertlos, aber ich kenne einen Sammler, wenn der Preis stimmt. Ydoran seufzt. Ich verkaufe es zu dem Preis, den ich dafür bezahlt habe. 300 Pant. Na gut, abgemacht. Oha, jetzt haben wir wieder eine Vision, glaube ich. Gut. Die Welt verblasst und deine Sicht verschwimmt. Als sie zurückkehrt, findest du dich im eiskalten Wasser einer Bucht wieder. Dein Körper ist taub von der Kälte. Deine Lungen brennen vor Anstrengung. Artel und Badrun schwimmen neben dir. Sie verausgaben sich völlig, um dich zu überholen. Am anderen Ufer warten die anderen Mitglieder deines Stammes. Bei ihnen steht auch Olara, die Tochter des Häuptlings. Um ihre Hand wetteifert ihr drei heute. Gib auf, Garrot! Artel überholt dich, und obwohl du dich noch so sehr anstrengst, kannst du nicht mehr aufschließen. Du blickst dich nach Badrun um. Es ist purer Zufall, dass du den Kopf der Seeschlange siehst, die sich eurer Gruppe nähert. Wie zuvor bleibt die Welt stehen. Die Spur der Erinnerung ist ohne deine führende Hand verloren. Okay, jetzt sind wir mal ein bisschen mutiger als das letzte Mal. Wir greifen die Schlange an. Deine Erschöpfung schwindet, als du dich der Schlange zuwendest. Sie stürzt auf dich zu, das Maul weit aufgerissen, ihre Zähne fast einen halben Meter lang blitzen im Sonnenlicht. Im letzten Augenblick wirfst du dich zur Seite, als die Schlange ihr Maul zuschlägt. Du warst etwas zu langsam. Eines der Hörner der Schlange schlitzt deinen Unterarm bis auf den Knochen auf. Du beißt ob des plötzlichen Schmerzes die Zähne zusammen und schlingst deine Arme um den Hals der Schlange, bevor sie sich umdrehen kann. Sie zuckt und windet sich wie wild, um dich abzuschütteln. Du hältst dich mit aller Kraft fest, doch mit jedem Atemzug verlierst du Blut und wirst schwächer. Du tust das Einzige, was dir in den Sinn kommt. Du rammst deine Faust durch das Auge der Schlange und vergräbst deinen Arm so tief darin, wie er reicht. Uah. Die Schlange wirft sich vor Schmerzen unkontrolliert herum. Du
Du kannst dich nicht länger festhalten. Du wirst durch die Luft gewirbelt und verlierst das Bewusstsein. Das Rennen, wie konnte ich vergessen, was an jenem Tag geschehen ist? Garrot blickt auf seine Hände. Ich erinnere mich jetzt, aber ich fühle mich noch nicht anders. Bitte, du musst den letzten Teil meines Helms finden. Puh. Okay. Gut. Naja. Wer weiß, wo das sein mag. Aber offenbar haben wir irgendwie eine Intuition, wo das sein mag. Es wurde uns ja auch irgendwie mitgeteilt, dass es hier ist. Und insofern hoffen wir mal, dass uns auch in Zukunft die Intuition nicht trügen wird. Und nun, liebe Freunde, nun gehen wir hier mal rein. Ach, hier ist Okron wieder. Sprechen wir nochmal kurz mit Okron. Aha, genau. Ich hoffe, du bringst gute Kunde. Ja, ich weiß, wo der Gabenbringer deine Erbstücke entsorgt hat. Hast du sie gefunden? Was ist mit dem Medaillon? Die Kisten mit Opfergaben an Ondra waren leer. Wie? Wie ist das möglich? Er kratzt sich den borstigen Bart und murmelt vor sich hin. Erkenntnis huscht über sein Gesicht. Jemand hat es genommen. Wer? Weißt du es? Okay. Ich nehme an, dass Lafta es weiß. Ich werde mit ihr reden. Genau, das werden wir tun. Wir werden hier mal für Recht und Ordnung sorgen, liebe Freunde. So, dann bin ich mal gespannt. Möglicherweise kommt das hier sogar zum Kampf, aber wir sind, glaube ich, ganz gut vorbereitet, würde ich mal behaupten. Wir gehen deshalb aber trotzdem mal mit Eder nach vorne. Wer weiß. Du bist zurück. Wie kann die Göttin dir helfen? Ich habe eure Kisten gefunden. Es waren nur Steine darin. Ah, dann hat es wohl keinen Sinn mehr, diese Scharade fortzuführen. Ihre Komplizen ziehen ihre Klingen. Gut. Ich habe es schon geahnt. Aber wir sollten nichts überstürzen. Sie hebt eine Hand. Die Diebe halten ihre Waffen weiter auf dich gerichtet. Ja, wir haben etwas vorgegaukelt, aber tun Ondra Priester das nicht auch? Dorfbewohner und Reisende geben uns Dinge, die sie vergessen wollen. Wir lassen sie verschwinden. Ist das nicht das Gleiche? Wir sind keine Mörder und wir würden diesen verfluchten Ort liebend gerne hinter uns lassen. Lafta deutet auf ihre Komplizen. Es muss doch kein Blut fließen. Ich will dir gerne helfen, mein Auge zuzudrücken. Sie blickt dich intensiv an. Nee, das werden wir nicht akzeptieren. Wir haben das nicht nötig. Wir sorgen hier als die Herren von Carte Noire auch in der Weißmark für Ordnung. Komm nicht in Frage. Ich lasse die Dorfbewohner entscheiden, was mit euch geschehen soll. Laftas Gesicht verhärtet sich. Als sie den Arm hebt, fällt ihre Robe zurück und du siehst, dass sie eine gespannte Pistole auf dich richtet. Na gut, das hatten wir geahnt, aber ich glaube, das bringt uns jetzt nicht so sehr in Verlegenheit. Aber man kann sich auch täuschen. Wir werden mal gleich versuchen, sie niederzustrecken. Und die gute Palegina geht gegen diesen Schildkämpfer. Und Itomak gegen den. Und Zahua hier gegen den Schwertkämpfer. Das ist soweit in Ordnung. Und Walli macht dann seinen Arkanangriff hier in die Mitte. Oh, was ist hier los? Der Schildkämpfer hat Walli gleich... das ist natürlich doof. Da werden wir unseren berühmten Zauberbuch-Slam erstmal rausholen müssen, um ihn wegzuholen. Perfekt, hat das geklappt. Sehr gut. So, ist irgendein Bedrängnis? Ich denke nicht, aber hier hinten haben wir einen Zauberweber. Und um den wollen wir uns mal kümmern. Da werden wir mal einen Hieb der 1000 Schleier hinsenden und vor allem unsere Fernkämpfer auf den ansetzen. Und hier kommt noch einer. Das ist aber schlecht. Das ist sehr schlecht. Geht der etwa auf Walli zu? Dann müssen wir was tun. Dann müssen wir...
Was machen wir da? Wir machen erstmal Arkanenschleier. Ja! Walli, mach doch deinen Arkanenschleier. Er macht erst den blöden Hieb. Das will ich jetzt aber gar nicht mehr. Jetzt aber, komm bitte. Ah, hier, Zahua hilft uns schon. Zahua. Gott, das ist ja wirklich nicht so schwer, die zu besiegen, merke ich gerade. Wir wechseln dann trotzdem mal. Ne, wechseln wir. Wir machen jetzt Konzelhaus Parasitenstab. Das ist immer die gute Nahkampflösung. Und der kommt von hinten und hilft uns jetzt ordentlich. Ah, Wally ist ein bisschen angeschossen. Er muss doch etwas hinnehmen. Aber das war's dann. Oh, hier ist aber noch einer irgendwie ganz hart. Andras Schildkämpfer. Hm. Der hat sogar Zauber hintergeschlagen. Aber jetzt ist er selber bewusstlos. Meine Herren, der hat's aber drauf. Das ist der Einzige, der hier wirklich kämpfen konnte. Okay, liebe Freunde. Dann haben wir es denen auch mal ordentlich gezeigt. Wally hat mal wieder ein bisschen was abbekommen. Nimmt aber jetzt... Achso, ich hatte ja gar nicht gewechselt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier alles finden. Oh, verdammte Axt. Was ist denn hier so los? Krass. Das sind aber alles... Eine außergewöhnliche Pistole. Guter Stab, guter Dolch. Das ist alles nichts Besonderes. Aber ein Zauberbuch. Das könnte für Wally von Interesse sein. Was haben wir hier noch so? Und ein Schlüssel. Eisenschlüssel mit dickem Griff. Auch sehr gut. Alles ins Lager. Und jetzt bin ich mal gespannt. Hm, tatsächlich, wir können die Truhe aufschließen. Und es würde mich ja sehr wundern, wenn wir dort nicht dieses Amulett finden werden. Erstmal können wir, glaube ich, mit gutem Gewissen hier diesen Tempel ausräubern. Das war nämlich kein richtiger Tempel. Und... Bei uns ist das Geld ganz sicher besser aufgehoben. Also los. Schauen wir in die Truhe. Wir können aufschließen und was finden wir tatsächlich? Okrons Erbstück und eine weiße Wappenrüstung. Eine einzigartige Rüstung. Was kann die? Die ist nicht schlecht. Hohe Schadensreduktion, vor allem gegen Hieb und Stich. Und überwältigende Welle als Talent und 1000 tanzende Blitze. Der Name ihres ursprünglichen Besitzers ist zwar in Vergessenheit geraten, aber die legendäre weiße Wappenrüstung taucht in vielen Geschichten über einen Zwergen auf, der Ondra verehrte. Seine Schläge trafen seine Feinde mit der überwältigenden Macht der See. Die Rüstung war so schwer, dass der Krieger sich in den Beschreibungen bewegt, als würde er durch seichtes Wasser waten. Glaubten seine Feinde aber, dass sie einen Geschwindigkeitsvorteil hätten, mussten sie oft feststellen, dass sie vor den Blitzzaubern des Kriegers nicht davon laufen konnten. Okay, das geben wir auch mal Eder mit. Das guckt er sich dann später an und wir haben sogar schon den nächsten Aufstieg. Sehr schön, und jetzt werden wir direkt nochmal rausgehen und das Ganze dem guten Zwerg dort berichten. Beziehungsweise ihm sein Erbstück zurückgeben, sein Amulett. Wartet er. So. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir das mit ihm klären können. Aber irgendwie scheint das nicht so zu gehen, ne? Hm. Ah, hier doch. Hast du sie gefunden? Was ist mit dem Medaillon? Ich habe dein Medaillon. Ich zeige es mir. Der Zwerg grinst unter seinem borstigen Bart breit. Hier! Okrun nimmt das Medaillon vorsichtig in seine Handflächen, um es nicht mit seinen schmutzigen Fingerspitzen zu beflecken. Ja, das ist ihr Medaillon. Er lächelt und richtet mit einiger Mühe seine Aufmerksamkeit wieder auf dich. Du hast heute eine gute Tat vollbracht. Wenn ich den Schatz eines Königreichs hätte, um ihn dir zu geben... Hm... Ja, sprechen wir mal die Rüstung an. Ich habe auch deine Rüstung gefunden. Ich brauche sie nicht. Was sollte ich damit anfangen? Er nickt. Behalte sie. Möge sie dir Glück bringen. Wir haben 1200 Kupfer erhalten. Ist das der Wert der Rüstung? Nee.
kann ja nicht sein. Er dreht sich um und geht fort. Er blickt nicht auf den Pfad vor sich, sondern auf das wertvolle Erbstück in seinen Händen. Dennoch scheinen die Schritte seiner kurzen Beine voller Zuversicht zu sein. Sehr schön. Endlich mal ein glücklicher Zwerg. Ein Zwerg, den wir glücklich gemacht haben. Handel mit Reue ist abgeschlossen, liebe Freunde. Und damit ist auch Zahua so weit, dass wir aufsteigen können. Und? Was haben wir hier noch? Zwei Nachrichten aus der Heimat. Ein weiteres durchschnittliches Abenteuer. Schicken wir mal wieder Kana los, das hat er doch gut gemacht. Ja, und wir haben Steuern eingetrieben und inzwischen endlich mal wieder ein bisschen Geld. 5700. Gut, liebe Freunde, wir machen eine Pause. Ich werde in der Pause mal verkaufen gehen, gucken, was wir da so alles rausschlagen können für das, was wir gesammelt haben auf unseren letzten Reisen. Und dann befassen wir uns mit dem Stufenaufstieg. Ganz wichtig. Und dann geht es, glaube ich, weiter. Dann reisen wir hier. Nein, nicht hierhin, sondern wir reisen dann erstmal zu den Langsichtfällen, glaube ich. Das ist unser nächstes Ziel. Also, das alles beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, euer Steinwall.